Ein heißes Thema. Raubtiere. Gefürchtet, verteufelt, verfolgt. Trotzdem geachtet, bewundert und geschützt. Zwiespältige Gefühle, wenn Wolf, Luchs und Bär in Landschaften zurückkehren, in denen sie einst ausgerottet wurden. Wenn auch ihnen ein Recht eingeräumt werden soll auf Überleben. Natur- und Artenschutz als Sache ferner Länder der dritten Welt. Unser Verhältnis zu einer intakten Natur ist schwer geschädigt. Warum aber die Angst vor Luchs oder Wolf? Manche Haushunde sind weit gefährlicher, wie die jüngste Vergangenheit dramatisch bewiesen hat. Aber auch mit Rindern oder Wildschweinen gibt es immer wieder tödliche Unfälle. Dagegen ist kein einziger tödlicher Angriff von wildlebenden Wölfen oder Luchsen bekannt. Weder aus Europa, wo außerhalb Deutschlands noch Wölfe leben, noch aus Nordamerika. Denkbar wäre, dass die Intelligenz der Wölfe Unbehagen verursacht. Die Überlegenheit eines Wolfsrudels über alles andere Wild. Wölfe haben ein um 30% größeres Gehirn als der intelligenteste Hund. Und ein Wolfsrudel ist ein perfektes Jagdteam. Die Anführer, meist das Alpha-Paar, regieren, entscheiden, führen, entwickeln die Jagdstrategien. Und sie haben den Vortritt beim Festmahl. Bis die Bosse satt sind, reagieren sich die Jüngeren und Schwächeren in sogenannten Übersprunghandlungen ab. Wölfe, die heute vereinzelt über die Oder nach Deutschland einwandern oder aus Tschechien in den Bayerischen Wald, stehen unter absolutem Schutz. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die das Jagdgesetz ignorieren und illegal zur Wolfshatz blasen. Noch immer haben Wölfe ein schlechtes Image. Grimms Märchen gelten hierzulande mehr als alle Erkenntnisse von Verhaltensforschern und Biologen. Vorbei die Hochachtung und religiöse Verehrung der Schöpfung, der Tierwelt bei den frühen Kulturen. Das Verhältnis zu Raubtieren ist in Europa seit dem Mittelalter geprägt durch blanken Futterneid und die Wahnvorstellung, dass der Mensch Alleinherrscher sein muss über die Natur. Die europäischen Großraubtiere leben vorwiegend vom Rotwild, von Gämsen, Rehen und Wildschweinen. Von all denen gibt es angeblich viel zu viele. Manche Jäger beklagen ja,
dass es ihnen kaum möglich ist, beim Schalenwild das Abschusssoll zu erfüllen. Durch intensive Jagd soll der Wald vor Wildverbiss und die Landwirtschaft vor Wildschäden geschützt werden. Große Raubtiere könnten hier regulierend eingreifen. Ein Teil der Weidmänner sieht das heute genauso. Andererseits wird keine Tierart durch Raubtiere in ihrer Existenz gefährdet. Wir sind die großen Artenkiller. Wenn wir nicht in den Kreislauf der Natur eingreifen, reguliert die Anzahl der Beutetiere den Bestand an Raubtieren. Und nicht umgekehrt. Das gilt auch für Tiere, die nur gelegentlich, quasi im Vorbeigehen, erbeutet werden. Dass zum Beispiel der Luchs zu einer Gefahr für andere, ebenfalls seltene Tiere werden kann, wie den Auerhahn, ist Jägerlatein. Diese größten Hühnervögel Europas sind bei uns an den Rand des Aussterbens geraten, zu einer Zeit, als der letzte Luchs der Gegend schon lange abgeschossen war. Nebenbei bemerkt, Luchse fressen auch Füchse, bis zu 20% der gesamten Nahrung. Auch der Luchs könnte wie alle anderen Raubtiere zu einem dynamischen Gleichgewicht in der Natur beitragen. Das Thema Luchs ist zurzeit besonders aktuell. Die Rückwanderung und die Auswilderung. Erste Voraussetzung ist ein absoluter Schutz all der Raubkatzen, die sich wieder in unserer Heimat zeigen. So leben im Bayerischen Wald wieder an die 20 wilde Luchse. Genauere Zahlen gibt es nicht, weil die Katzen häufig über die Grenze in den Böhmerwald wechseln und weil die extrem scheuen Tiere vor allem nachts unterwegs sind und dabei oft 10 bis 20 Kilometer weit wandern. Mit ihren sprichwörtlich guten Augen und Ohren sind sie auch für die nächtliche Jagd hervorragend gerüstet. Rehe erkennen sie selbst im Finsteren aus 500 Meter Entfernung und das Geräusch einer Maus aus 60 Metern. Auch im Berchtesgadener Land leben wieder Luchse und im Harz. Ein zusätzliches Auswilderungsprogramm wird dort zurzeit vorbereitet. Nur im Schwarzwald stoßen Pläne, Luchse auszuwildern, auf hartnäckigen Widerstand. Aber auch dort sind schon einzelne Exemplare nachgewiesen, die vermutlich aus der Schweiz eingewandert sind. In fast allen unseren Nachbarländern leben Luchse, mit Ausnahme der Benelux-Staaten und Dänemark. Das größte Luchsvorkommen in Europa ist in den Karpaten. Luchse sind etwas größer als ein Schäferhund. Wie alle Katzen sind sie aber im Verhältnis etwas leichter. Zoologisch stehen die Luchse zwischen Klein- und Großkatzen. Als auffallendes Merkmal haben sie weder die geschlitzten Augen der kleineren Verwandten noch die runden Pupillen von Löwe oder Panther. Beinahe hätte es auch diesen kleinen Fischjäger, den Otter, erwischt. Nur noch im Nordosten unseres Landes haben Restpopulationen überlebt. Sein Fell war einfach zu wertvoll. Und als Fischer war er seinen menschlichen Konkurrenten zu sehr überlegen. Dazu kommt, dass sein Lebensraum, fischreiche, naturnahe Gewässer, schlichtweg zu betoniert wurde. Über ein Jahrhundert lang. Fischotter lassen sich, wie die meisten Wildtiere, in artgerechten Großgehegen verhältnismäßig leicht züchten.
Aber Jungtiere lernen in der Gefangenschaft nicht das Jagen, nicht das Fischen. Und auch nicht die Angst vor Menschen, die in Freiheit überlebenswichtig ist. Deshalb sind alle Überlegungen, Fischotter wieder auszuwildern, sehr problematisch. Selbst dann, wenn durch Renaturierungsprogramme Gewässer wieder zu einem möglichen Lebensraum werden. Die Hoffnungen des Naturschutzes richten sich vor allem auf die Chance, dass diese Tiere aus Nachbarländern wieder einwandern. Fischotter leben wie die meisten Marderartigen als Einzelgänger. Nur die Jungen bleiben lange bei der Mutter, um zu lernen. Wenn sie geschlechtsreif werden, ziehen sie fort. Immer den Wasserläufen entlang. So dehnt sich ein Fischottergebiet jährlich um 20 bis 50 Kilometer aus. Hier im Bayerischen Wald leben Luchse in freier Wildbahn und gelegentlich auch Wölfe, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen wäre. Lebensraum ist hier vorhanden, wie in den meisten Mittelgebirgen und im Alpenraum, wenn genügend Beutetiere dort leben. Wenn nicht die freie Natur nahezu wildleer geschossen wird. Wälder, soweit das Auge reicht. Unterbrochen durch Lichtungen und Felsregionen. Bannwälder, Schutzgebiete, große Nationalparks, die noch nicht zu Baumfabriken verkommen sind. Trotz der hohen Bevölkerungsdichte, Lebensraum für große Raubtiere gibt es bei uns. Es muss nicht unbedingt eine menschenleere Wildnis sein. In Italien und Rumänien kommen Wölfe sogar bis in die Vorstädte, ohne dass die Bevölkerung in Panik gerät. Beute trägt oder schleppt der Luchs immer an einen geschützten Futterplatz. Mit guter Aussicht. So kann er auf Konkurrenten schnell reagieren. Öfter als einmal die Woche geht er selten auf Jagd. Seine Beute: Rehe, Hasen, Gämsen und in manchen Gegenden auch viele Füchse frisst er über Tage hinweg bis auf Haut und Knochen auf. Mehr als ein Beutetier auf einmal reißt er nie. Einen sogenannten Blutrausch kennt er nicht. Die Ranzzeit, die Paarungszeit der Luchse, liegt im ausgehenden Winter. Jetzt leben Katze und Kater kurzfristig zusammen. Rufe nach dem Partner. Schneetreiben und Kälte stören nicht. Jetzt ist auch die Zeit, in der sich die schon erwachsenen Jungen des vorherigen Wurfes allmählich von der Mutter trennen.
Zur selben Zeit herrscht in den Wolfsrudeln noch Ruhe. Der Winter ist auch für Wölfe meist eine gute Zeit für leichte Beute. Erst einige Wochen später werden sie unruhig. Dann ist ihre Paarungszeit. Und Fortpflanzung ist bei Wölfen das Privileg der Rudelführer. Nur wenn wie hier die Alpha-Tiere zu alt sind, versuchen sich die nächstjüngeren. Die Alten schüchtern ein, stören die stürmische Jugend. Doch die Jugend behauptet sich und setzt sich einfach weit ab. Dass in einem Wolfsrudel immer nur ein Paar Junge bekommt, unabhängig von der Größe des Verbandes, ist eine wirksame Geburtenkontrolle. Gleichzeitig aber auch eine gewisse Überlebensgarantie für den Nachwuchs, denn das ganze Rudel wird sich an der Aufzucht beteiligen. An Fütterung, Betreuung und Anlernen der Jagdtechniken. Die erste Paarung, die wie bei Haushunden eine halbe Stunde dauern kann, bindet die künftigen Eltern oft für das ganze Leben. Junge Baummarder sind unterwegs und Jungtiere sind immer leichter zu beobachten. Der Frühling bringt es an den Tag. Es gibt noch Raubtiere, die seit eh und je hier leben. Geschickte Räuber im Kleinformat. Nicht halb so schwer wie eine Hauskatze werden sie und sie passen locker durch ein Loch mit 6 cm Durchmesser. Die alleinerziehende Mutter bildet mit ihren 3 bis 5 Kindern die typische Marderfamilie. In diesem Verband lernen die Jungen das wirkliche Leben. Sie jagen, was sie fangen können. Vögel, Mäuse, Ratten und auch Eichhörnchen. Und was zu viel ist, deponiert die Mutter in einer Astgabel. Selbst ein Jungmarder teilt unter keinen Umständen. Da zeichnet sich schon das Wesen des künftigen Einzelgängers ab.
Der seltene Baummarder meidet die Nähe der Menschen. Da unterscheidet er sich in seinen Gewohnheiten deutlich von seinem nahen Verwandten, dem Haus- oder Steinmarder, der von altem Dachgebälk und Scheunen geradezu magisch angezogen wird. Hier lebt er. Von hier aus geht er auf Beutefang. Mäuse sind seine Hauptnahrung, aber auch Vögel und junge Küken nimmt er, wenn er sie erwischt. In der Ranzzeit gehen sogar Steinmarder zärtlich miteinander um. Ansonsten sind sie äußerst aggressiv gegenüber Artgenossen. Die Zerstörung von Autoschläuchen oder Dachisolierungen gehören zu seinem Territorialverhalten. In seinem Revier versucht er, unverwechselbare Spuren zu hinterlassen. Nicht ganz so unbeliebt wie der Hausmarder ist bei uns der Fuchs. In den Vorstädten gibt es ihn mittlerweile häufiger als in der freien Natur. Für manche Gartenbesitzer ist er ein interessanter Besuch, den man gerne mit Leckerbissen anlockt. Gefürchtet wird der Fuchs heute nicht mehr wegen der Tollwut, sondern wegen des Fuchsbandwurms, dieses für den Menschen lebensgefährlichen Parasiten, der zwar vom Fuchs verbreitet wird, der aber als Zwischenwirt Feldmäuse benutzt. Und die kommen in Städten kaum vor, so ist auch dort die Gefahr am geringsten. Fuchs und Dachs hausen oft zusammen in einem Bau, den meist der Dachs gegraben hat. Manche Dachsbaue sind Jahrhunderte alt und viele hundert Quadratmeter groß. Dachse sind bei uns die einzigen marderartigen Raubtiere, die zum Teil vegetarisch leben. Ihre wichtigste Fleischnahrung sind Regenwürmer, ergänzt durch Mäuse, Jungvögel und Frösche. Unbeliebt machen sich Dachse, weil sie Mais lieben und ihn sich von den Feldern holen. Früher galt der Dachs, der Grimbart der Fabel, als grimmiger Einzelgänger. Heute weiß man, dass Dachse durchaus auch in enger sozialer Bindung leben können. Füchse sind graziös. Und vor allem Jungfüchse wirken geradezu niedlich. Füchse gelten als schlau und listig. Die Augen mit den Schlitzpupillen erinnern an unsere Hauskatze. Trotz aller Sympathie und Bewunderung wird er intensiv bejagt, um dann weggeworfen zu werden. Sein Fell ist in Zeiten eines zunehmenden Tierschutzes unverkäuflich. Gejagt wird der Fuchs auch noch immer als willkommene Zielscheibe und weil er ein Raubtier ist. Doch selbst der Tod vieler Füchse hat keine Auswirkung auf die Population des nächsten Jahres. Das Sozialgefüge und die Geburtenkontrolle ist ähnlich wirksam wie bei Wölfen. So haben die Füchse bei uns alle Versuche überlebt,
sie großflächig auszurotten mit grausamen Fallen, Schrot und Gift. Frühling, Zeit der Tierkinder. Ganz so stimmt das nicht. Während die Jungfüchse schon ihre Lehrzeit begonnen haben, ist beim Iltis erst jetzt die Ranzzeit. Der Freier. Ein stattlicher Iltismann. Und seine Auserwählte. Ein brutaler Überfall. Keine Zärtlichkeiten. Was selten zu beobachten ist, diese Iltisfee akzeptiert nicht jeden Partner. Den ersten Freier schüttelt sie ab. Und den nächsten lockt sie. Stürmisch ist die Paarung allemal. Dieses Ritual ist typisch auch für andere Marderarten. Zu den Raubtieren bei uns zählen Braunbären nur mit Einschränkung. Vermutlich gibt es in Deutschland jetzt noch keine Freilebenden. Aber in Österreich zählt man bereits 20 bis 30, die über die Karawanken eingewandert sind. Wie viele es genau sind, weiß man nicht. Weil Wildtiere sich nicht an politische Grenzen halten. Bis auf knappe 20 Kilometer haben sie sich jedoch schon der bayerischen Grenze genähert. Ernste Probleme hat man in Österreich mit diesen größten heimischen Raubtieren nicht. Lediglich Bienenstöcke wurden geplündert und der Schaden den Imkern ersetzt. Nur zu 10-20% ernähren sich Braunbären von Fleisch, oft von verendeten Tieren. Das ist ein Anteil ähnlich wie bei unseren nächsten tierischen Verwandten, den Bonobos und Schimpansen. Den Bärenhunger stillen vor allem Früchte, Beeren, Blätter und Gras. Der Bär, ein harmloser Grasfresser? Ganz bestimmt nicht. Bären können auch gefährlich sein. Auch wenn die Kleinen noch aussehen wie Teddys.
In Nord- und Osteuropa kommt es immer wieder zu ernsthaften Zwischenfällen. Vor allem dann, wenn die Tiere durch Anfüttern jede Scheu vor dem Menschen verlieren. Doch die Statistik sagt, dass in Nordamerika dreimal so viele Menschen durch Bienenstiche zu Tode kommen wie durch das Raubtier Bär. Und dort leben die aggressiven Grizzlies. Resümee: Eine friedliche Koexistenz mit Bären ist durchaus möglich, genauso wie mit allen anderen heimischen Raubtieren, wenn man sie nur in Frieden lässt. Raubtiere in unserer Nachbarschaft werden oft zu einem Problem hochstilisiert, weil immer noch Tiere in Gute und Böse eingeteilt werden. Die Guten werden von den Bösen gefressen, also muss man die Räuber, die Schmarotzer, ausrotten, um dann an ihrer Stelle die Guten selbst zu jagen. Es gibt halt Menschen, die die Schöpfung korrigieren wollen, weil sie glauben, alles besser zu wissen und alles besser zu können. Eine andere Rarität, die europäische Wildkatze, auch Waldkatze genannt. Der buschige, stumpfe Schwanz mit dem schwarzen Ende, ein sicheres Erkennungszeichen. Größer und stärker als unsere Hauskatze ist sie, mit der sie allerdings nicht direkt verwandt ist. Aber Katzen gehören angeblich nicht in die freie Natur, obwohl Wildkatzen länger hier heimisch sind als Menschen. Nur traurig kleine Restvorkommen waren vor wenigen Jahrzehnten in Deutschland noch übrig geblieben. Seitdem betreibt der BUND die Auswilderung von Tieren aus Zoos und Wildparks. Im Verhältnis zur Hauskatze erbeutet die Wildkatze wesentlich größere Tiere: Bisamratten, Enten, Kaninchen und Feldhasen. Frische Opfer des Straßenverkehrs zerrt sie auch in ihr Versteck. Unzähmbar ist sie. Keine einzige wurde zu einem echten Haustier. Schon der wenige Wochen alte Winzling in seinem Nest hat nichts von einem Schmusekätzchen. In Auswilderungsstationen werden die seltenen Katzen trainiert und auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Wie bei allen Raubtieren ist das äußerst schwierig, weil die Jagd- und Überlebensstrategien zum größten Teil von der Mutter gelernt werden müssen. Doch gezüchtete Muttertiere sind eben keine vorbildlichen Überlebenskünstler. Trotz aller Schwierigkeiten steht aber fest, das Wildkatzenprojekt zeigt erste Erfolge. In mehreren deutschen Mittelgebirgen werden wieder lebensfähige Populationen beobachtet. Die Gesamtzahl in Deutschland ist in wenigen Jahrzehnten zum Glück wieder angestiegen. Viele Räuber sind der Mäuse tot. Ob durch Wildkatzen, die außergewöhnlich gut sehen und hören, oder durch einen Iltis, der so schlecht sieht, dass er auf wenige Zentimeter die Beute nicht erkennt und sich nur auf seinen Geruchssinn verlässt, die Maus entgeht ihrem Schicksal nicht.
Charakteristisch ist das kräftige Raubtiergebiss dieser kleinen Marderart, die im Übrigen weder Autokabel zerstört noch Vögel fängt. Auch so macht sich der Iltis beliebt. Nach 28 bis 30 Tagen Tragzeit bringt die Iltis-Mutter in einer gut ausgepolsterten Höhle 3 bis 5 Junge zur Welt. Diese hier sind gerade einen halben Tag alt und winzig, höchstens daumengroß. Raubtiermütter müssen in der Lage sein, bis kurz vor der Geburt zu jagen. Noch sind diese Däumlinge blind und taub. Nur der Geruchssinn ist bei ihnen entwickelt und eine präzise Wärmewahrnehmung. Iltisse sind in den ersten Lebenswochen weiß. Gezüchtete Frettchen behalten ihr Leben lang diese Jugendfarbe. In einem Alter von 10 Tagen beginnt ein erstaunlicher Lernprozess, der schon mit 8 Wochen abgeschlossen sein wird. Die Kleinen müssen sich über den Geruchssinn einprägen, was essbar ist. Später werden sie jede Maus fangen, das Jagdverhalten ist angeboren. Sie werden sie aber nicht fressen, wenn sie in der Jugend Mäuse nicht als Nahrung kennengelernt haben. Diese frühe Prägung kann zum Hungertod führen, wenn Feuchtgebiete trockengelegt werden und es plötzlich statt vieler Frösche nur noch Mäuse gibt. Die Existenz von Raubtieren war von jeher Teil und Antrieb der Evolution und ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von Intelligenz. Strategien von Jägern und schlaue Reaktionen von Beutetieren haben sich über viele Jahrmillionen im Wechselspiel immer weiterentwickelt. Heute kann man in unseren Breiten Großraubtiere nur mit sehr viel Glück zu Gesicht bekommen, höchstens in Nationalparks und Großgehegen. Ein Teil dieser Aufnahmen wurde zum Beispiel im Nationalpark Bayerischer Wald gedreht. Und selbst dort ist das Verhalten der Tiere oft nur mit viel Geduld zu beobachten. Die Scheu vor den Menschen wurde den Raubtieren buchstäblich angezüchtet, weil über Jahrtausende hinweg die am wenigsten ängstlichen Tiere erlegt wurden. Und die scheuesten überlebten. Wölfe sind geradezu ein Musterbeispiel für ein intaktes Familienleben. Die Kleinen genießen absolute Narrenfreiheit. Das Rudel kümmert sich um sie. Vom Ausdruck der Überlegenheit bis zur Geste der Unterwürfigkeit. Ihre Sprache, ihre Körpersprache ist unmissverständlich. Musik
Noch gibt es eine Chance, dass mehr dieser faszinierenden Tiere in unsere Natur zurückkehren. Durch systematische Verfolgung wurden sie bei uns vor Jahrhunderten ausgerottet. Wir alle haben nun die Aufgabe, auch diesen Teil der Tierwelt tatkräftig zu schützen. Neben der Verantwortung für die Gesamtheit der Natur spricht auch ein recht egoistisches Motiv für den Schutz aller heimischen Raubtiere. Die Hoffnung, dass eines Tages auch bei uns in freier Wildbahn wieder solche Beobachtungen möglich sein werden. Heute reisen ja jährlich Hunderttausende in ferne Länder, um Natur so intensiv zu erleben. Aber wir dürfen nicht vergessen, das gefährlichste Raubtier sind zweifelsohne wir, der Mensch.